Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wieder Samstag und es gibt wieder so einen kleinen Wochenrückblick. Wir hatten ja diese Woche einen Feiertag, also die Nachrichtenlage ist etwas schwächer als sonst. Aber ich fange mal an. Es geht natürlich immer wieder ums Geld und Energie und China und so weiter. NRW hat jetzt nach längerem Hin und Her entschieden, dass sie doch Milliarden ausgeben werden für die Krisenhilfe in Nordrhein-Westfalen. Das war ja umstritten. Hendrik Wüst hat ja mehr den Kanzler kritisiert, als sich um die eigenen Dinge zu kümmern im Land. Und er hat jetzt gesagt, na gut, wir haben noch 3,5 Milliarden Euro aus den Corona-Krediten, die wir nicht ausgegeben haben. Und die werden wir jetzt investieren in soziale Einrichtungen oder zugunsten von Einrichtungen für Kinder und Sport, die trotz Gas- und Strompreisbremse in Nöte geraten könnten. Weiteres konnte man ihm nicht entlocken, was noch für Gelder freigegeben werden, für wen. Aber immerhin ein erster Schritt, dass auch Nordrhein-Westfalen sich jetzt beteiligt an der Krisenbewältigung, die uns ja alle entsprechend dramatisch von morgens bis abends beschäftigt. Jetzt gibt es auch eine Einigung, zumindest vorläufig beim 49-Euro-Ticket, was bundesweit gelten soll. Das 9-Euro-Ticket war ja ein Riesenerfolg, zumindest was die Menschen und die Zahlen anging. Aber, meine Damen und Herren, das hat nichts mit der Routine-Mobilität zu tun. Hier haben Menschen einfach mal zugegriffen, ältere Menschen, Rentner, die viel Zeit haben und jetzt mal gesagt haben, wir gurken jetzt mal durch Deutschland für 9 Euro. Ist ja auch richtig, war ja auch ein tolles Erlebnis. Aber es hat natürlich auch die Pendler sozusagen etwas verdrängt bzw. verprellt, die in die vollen Züge nicht mehr einsteigen konnten. Was haben sie gemacht, meine Damen und Herren? Sind dann wieder auf das gute alte Auto, meistens ja Verbrenner, weil E-Autos können sich ja die wenigsten leisten, umgestiegen. Ob das dem Klima, was immer das heißt, nutzt, ist die große Frage. Na gut, es ist halt so, dass das 49-Euro-Ticket ab 1. Januar kommen soll. Es gibt noch Abstimmungsschwierigkeiten. Mit den Ländern, man hat sich ja grundsätzlich geeinigt auf 1,5 Milliarden Euro Bund und den Rest sollen die Länder tragen, aber das reicht natürlich nicht, weil der ÖPNV ja dramatisch unterfinanziert ist. Alleine in Nordrhein-Westfalen fehlen 600 Millionen Euro mindestens für Investitionen. Essen hat schon hunderte von Millionen Euro vor der Brust für die Sanierung der Tunnel und für die Infrastruktur und für die digitalen Technik, die wir nicht haben, weil wir noch viel analog entsprechend regeln in Essen. Also das ist noch ein Riesenproblem. Auch die ländlichen Regionen sind unterversorgt, weil die Busse nicht fahren. Wie sollen sie auch, wenn sie nur 3 Leute transportieren, dann kann man nicht jede halbe Stunde einen Bus von A nach B schicken. Auch das sind Probleme, die noch lange nicht gelöst sind. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das bedeutet natürlich auch, meine Damen und Herren, wenn das 49-Euro-Ticket kommt, dass man den Verkehrsverbund gar nicht mehr braucht, denn die ganzen Strukturen und die komplizierten Abrechnungen und die Abos mit ihren unterschiedlichen Tarifen fallen ja quasi weg, wenn man für 49 Euro ja nicht nur durch Deutschland fahren kann, sondern eben auch sein Pendlerticket damit nutzen kann, wenn man von Essen nach Düsseldorf fährt, das bis jetzt das Doppelte mindestens kostet. Also auch das einen sicherlich Umsatzeinbruch. Ob jetzt die Leute massenhaft das Ticket kaufen werden, bezweifle ich. Ich bin mal gespannt. Sicherlich die Pendler wird es freuen, die bis jetzt mehr bezahlt haben, aber ob das die nicht jeden Monat 49 Euro ausgeben können, helfen wird, weiß ich nicht. Das Bürgergeld ist ja ein brennendes Thema. Die meisten sind sauer darüber, dass man jetzt wieder einen drauflegt und viele Menschen sagen werden, warum soll ich noch arbeiten? Wenn ich 2000 Euro verdiene, dann rechne ich mal nach, dann bekomme ich Mietgeld, dann bekomme ich Heizungsgeld, dann bekomme ich Unterstützung, 540 oder 30 Euro jeden Monat. Wenn ich alleinstehend bin, bei Kindern und mit Ehefrau, wird es natürlich deutlich mehr. Also hat die CDU gesagt, dann machen wir nicht mit. Da sind viel zu viele Dinge drin, die Luxus sind und die wir uns überhaupt nicht leisten können, weder jetzt, heute und morgen. Also hat sie gesagt, wir blockieren das im Bundesrat, wenn ihr nicht auf uns eingeht. Und haben sie gesagt, na gut, es gibt jetzt einen ersten Kompromiss, dass die Heizkosten in der Karenzzeit, das heißt 2 Jahre lang muss niemand, der Bürgergeld oder bis jetzt Hartz IV bezogen hat, eine größere Wohnung verlassen. Er kann sich 2 Jahre Zeit lassen und die Kosten für die größere Wohnung, da gibt es ja entsprechende Grenzen, Quadratmetergrenzen, die man nicht überschreiten darf, um das Geld vom Staat zu bekommen, also vom fleißigen Steuerzahler, der das natürlich bezahlen muss. Und das heißt, die 2 Jahre Karenzzeit sollte man unbegrenzt bezahlen, auch die Heizkosten, da konnte geballert werden oder geheizt werden, was man wollte, das bezahlt ja das Jobcenter. Also das ist jetzt gestrichen, man wird nur angemessen bezahlen. Was immer das heißt, meine Damen und Herren, angemessen werden die Heizkosten bezahlt in der Karenzzeit. Nach diesen 2 Jahren, wenn man nicht einen Job gefunden hat, was ja leicht ist heute, weil wir einen Fachkräftemangel haben und ein Riesenbedarf besteht. Aber wenn der Staat sagt, wir zahlen auch denen, die nicht arbeiten wollen, Geld, dann ist es halt so, dass der Fachkräftemangel sich nicht entsprechend ändern wird oder abgemildert wird.
So, was sagt Christian Lindner? Der wurde ja gefragt und hat sie gesagt: Mensch, wir müssen noch mal fracken. Wir haben so viel Gas in Deutschland. Das ist auch richtig. Wir wissen es nämlich gar nicht, weil ja keiner entsprechende Bohrung macht. Ich bin sicher, an der Grenze zu Holland gibt es ein Riesengaslager, was ja in Holland jetzt wieder angebohrt wird, in Groningen. Und das ist ja nicht weit von der deutschen Grenze. Also ich bin sicher, da ist eine große Gasblase, die nicht gefrackt werden muss. Aber wer traut sich denn noch heute zu bohren? Da muss er 28 Anträge stellen, 5 Jahre warten und Umweltprüfungen. Und die Grünen werden das natürlich verhindern in ihren Büros, in den Landratsämtern und in den Bürger oder in den Rathäusern der Kommunen und kreisfreien Städte und so weiter. Also sagt Linda: Mensch, verdammt nochmal, wir haben Gas für mindestens 10 oder 20 Jahre, die unseren Gasbedarf vollständig deckt. Lass uns doch fracken, das ist ökologisch vertretbar. Das stimmt auch. Die Techniken haben sich dramatisch verändert, nicht? Und das Grundwasser ist nicht gefährdet, weil man natürlich tiefer geht als das Grundwasser. Und diese Angst, dass das Grundwasser beschädigt wird, ist natürlich da. Aber wenn man nichts mehr riskiert, dann darf man gar nichts mehr machen in Deutschland, nicht? Man muss auch mal ein bisschen ins Risiko gehen, und ich halte das für überschaubar. Natürlich schreien jetzt alle auf, das wollen wir nicht, wir wollen nur Sonne und Wind. Blödsinn natürlich, aber Sonne und Wind soll uns retten, wird es nie tun, auch wenn alle das heute erzählen und rumquatschen, dass das möglich ist. Wir haben Speicher und was weiß ich, die haben wir noch gar nicht. In 15 Jahren wollen wir nur Sonne und Wind haben. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Dann gibt es keine Industrie mehr und wir werden trotzdem im Winter frieren und viele Blackouts erleben. So, die Einmalzahlung für Gaskunden ist durch, meine Damen und Herren. Das heißt, dass im Dezember die Abschlagszahlungen nicht mehr kommen bzw. abgebucht werden, weil die Gasversorger, es gibt ja 1500 in Deutschland, die das machen. Wenn sie eine Einzugsermächtigung haben, wird das nicht passieren, weil die im Dezember nicht eingezogen werden von den Verbrauchern, sondern das bezahlt hier der Staat. Die KfW wird das übernehmen. Das sind rund 9 Milliarden Euro für einen Monat. Wunderbar, so wenig ist das. Und wenn man das hochrechnet, sind es 90, 100 Milliarden Euro in einem Jahr. Und dann die nächste Phase kommt dann im nächsten Quartal, also Q1 23. Wann das genau ist, steht noch nicht fest. Also, die ersten Entlastungen im Gaspreis kommen. Das Geld soll, wie gesagt, abgebucht werden bei den Gasversorgern. Und wer eine Einzugsermächtigung hat, ist dann sozusagen frei. Und die Mieter werden erst im nächsten Jahr entlastet, wenn die entsprechenden Rechnungen vorliegen oder auch die Verbräuche festgestellt werden können. Die Gasspeicher sind voll, 99% sie. Wunderbar, sagen wir, wir können wieder volles Rohr heizen, volles Rohr Industrie betreiben. Nein, nein, meine Damen und Herren, das sind nur jetzt die Gasspeicher, die wir für viel, viel Geld mit teuren LNGs und was weiß ich woher aus Belgien, aus Holland und aus anderen Ländern hergeschafft haben für sehr viel Geld, viel, viel teurer als das vor dem Krieg und vor der Energiekrise war. Die sind jetzt voll und das heißt, wenn wir kein Gas mehr bekommen, reicht das gerade mal für 2 Monate. Wenn es jetzt kälter wird, werden die Flux natürlich entleert werden und wir können hoffen, dass wir Gas nachkriegen, aber so sicher ist das nicht. Wichtiger ist der Winter 23, 24, da kann es eng werden. Die französischen AKWs, meine Damen und Herren, sind bekannt, dass nur 29 von 56 Atommeilern in Frankreich Strom produzieren. Die haben jetzt gesagt, ja, wir wollten ja Ende des Jahres mit den restlichen oder den kaputten oder den gewarteten oder zu wartenden AKWs ans Netz gehen. Das klappt leider nicht, weil natürlich auch dort gestreikt wird. Sie haben was mitbekommen, dass die AKWs nicht nur kaputt sind oder wartungspflichtig sind, sondern dass sie auch bestreikt wurden von den Mitarbeitern und dementsprechend auch nicht produzieren können. Und die Planung war, dass sie 330 bis 360 Terawattstunden, das ist die Hälfte dessen, was in Deutschland gebraucht wird. Also Frankreich braucht ja weniger Strom, also die schaffen 60% ihrer Strommengen mindestens durch die AKWs und den Rest kommt durch Kohlekraftwerke oder auch durch erneuerbare Energien oder auch Wasserkraft. Also sie werden nur 275 bis 285 Terawattstunden schaffen. So, also aber die AKWs werden laufen, da bin ich ganz sicher, und sie werden wieder voll Strom erzeugen und natürlich auch uns beliefern, weil wir setzen ja nur auf Sonne und Wind und schalten alles ab, was fossil betrieben wird, also mit Gas und auch Kohle. Das ist halt so nicht und die Deutschen sind da wieder mal, wollen mit dem Kopf durch die Wand und werden sich einen
ein blaues und mindestens ein blaues Auge holen, warten wir es ab. Das ist leider so. China wird zum Exporteur von E-Autos. Jawohl, nicht unerwartet. Die Chinesen greifen massiv an. Die Deutschen schwächeln, weil die Autos zu teuer sind. Die Prämien werden abgebaut. Das heißt, es können sich nur noch Reiche ein E-Auto leisten. Auch ein Massenauto, wie es der Golfer oder kleinere Autos von Opel, von Ford und von Mercedes und auch von BMW, wenn die elektrifiziert werden, kosten die alle 35.000, 40.000 Euro. Das kann sich kein Mensch mehr leisten. Die Chinesen rücken in diese Lücke und werden kleinere Autos anbieten mit neuen Techniken. Man sagt, dass sie 2030 mindestens 5% des E-Auto-Marktes in Europa entsprechend bedienen werden. Das passt dazu, dass ab 2035 die EU beschlossen hat, keine emissionsausstoßenden Autos, also keine Verbrenner mehr, nur noch emissionsfreie Autos, natürlich auch mit E-Fuels. Das hat die FDP noch reingedrückt, völlig zu Recht, wie ich meine, denn es wird niemals, dass wir reichen, dass wir in den paar Jahren, die noch sind bis 2035, alle Autos, die gebaut werden oder gekauft werden, elektrische Autos sind. Das wird nicht klappen. Auch das ist wieder ein ambitionierter, blödsinniger Plan. Aber die EU ist halt so naiv, das zu machen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Dementsprechend ist die NRW-Wirtschaft geschrumpft, meine Damen und Herren. Im Bund sind es plus 0,3%. Die fleißigen Südländer schaffen das noch, aber wir sind sozusagen aufgrund der Energiekrise schon im Nachteil und wir haben einen Verlust von 2,8%, also ein Minus von 2,8% der NRW-Wirtschaft, die im zweiten Quartal zu beklagen waren. Wie das im Winter wird, weiß ich nicht, aber die Industrie wird ja nicht wachsen, sondern aufgrund der hohen Energiepreise eher weiter schrumpfen. Uniper, unser Laden, der hier die Gaswerke und Stadtwerke mit Gas versorgt, macht jetzt 40 Milliarden Euro Verlust in den ersten 9 Monaten. Und damit sind sie mega pleite und es wäre schlau gewesen, diesen Laden in die Insolvenz zu führen und dann zu restrukturieren. Das sind, wie ich behauptet und wie ich auch gesagt habe, dämliche Managerfehler gewesen, die das verursacht haben. Sie haben schlechte Verträge gemacht, haben nicht in die Zukunft geguckt und haben nur mit einem Versorger, nämlich mit den Russen, die Verträge geschlossen sind, jetzt sozusagen blamiert. Und der Steuerzahler soll es ja wieder mal richten, indem das Ding verstaatlicht wird. Die EU-Kommission hat sich dazu noch nicht geeinigt, beziehungsweise es gibt noch keinen Bescheid, dass Deutschland diesen Laden kaufen soll. Ich plädiere dahin weiter für diesen Laden in die Insolvenz zu führen und dann zu restrukturieren. Natürlich gucken die Gläubiger dann sozusagen ins Leere, aber es gibt meines Erachtens keinen anderen Weg. So, Wohnen ist teurer geworden. 51% sagen das sagen, dass das Wohnen teurer wird, also nicht nur die Miete, also auch die Energiekosten und alles, was dazugehört. Und 32% sagen, dass in den letzten 3 Jahren das teurer geworden ist und 19% sagen, es sind stark gestiegene Preise. Man hat 1185 Menschen entsprechend dazu befragt. China ist ja das Thema. Olaf Scholz war 4 Stunden in China, ist dafür 23 Stunden geflogen. Ein Besuch, der umstritten ist. Er hat natürlich nichts erreicht, weil die Chinesen sich nicht von einem kleinen deutschen Kanzler in ihrer Politik beeinflussen lassen. Auch Taiwan haben sie natürlich kalt lächelnd abgewehrt, diesen Vorwurf, Taiwan in Ruhe zu lassen. Scholz sagte, das gehört gar nicht zu China, aber das ist denen völlig wurscht, nicht, dass China niemals, dass Taiwan niemals Staatsgebiet von China war. Als die Volksrepublik gegründet wurde unter Mao Zedong, war Taiwan schon eine eigenständige Republik. Das vergessen die und ignorieren die und sagen, nee, das ist China und wollen das entsprechend auch sich einverleiben, wenn es nötig ist, militärisch. Gut. Welche Firmen haben China sozusagen in den Genen? Es sind immerhin 442 Unternehmen, Maschinenbau, Konsumgüter, Autoindustrie, Elektrotechnik, Start-ups, Industrieunternehmen, Gesundheit und Finanzen. Das sind die Lieblingsunternehmen, die Chinesen sich einverleiben und das machen sie sehr aktiv und alle sind dabei und freuen sich über die China-Kohle. Aber meine Damen und Herren, das ist nicht gut für unsere Wirtschaft, wenn die Chinesen mehr und mehr und immer stärker durch ihren großen Fleiß und ihre Finanzkraft sich hier einmischen. Das ist nicht gut, aber es ist so, wie es ist. Die Deutschen haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir sind halt nicht so fleißig, wie das die Chinesen sind, so aggressiv im Markt und so innovativ und so schnelllebig und so wachstumsstark. Da sind wir im Schlafmodus, weil wir meinen, wir können mit Sozialkosten das Land am Leben erhalten. Das wird mitnichten funktionieren und irgendwann zu schrecklichen Konsequenzen führen. Das ist meine Meinung. So, Karstadt ist auch wieder mal in der Krise. Ich habe das letzte Woche gesagt, die spitzt sich zu, die Krise. Es gibt ein neues Schutzschirmverfahren. Das heißt, die sind wieder mal pleite und brauchen Hunderte von Millionen Euro.
für den Weiterbetrieb, ob das jemand aufbringen will oder der Staat nochmal einspringen, weiß ich nicht. In Detmold hat sich ein Investor gemeldet, der dem Insolvenzverwalter ein Angebot gemacht hat, diesen Laden zu übernehmen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube es nicht. Dazu ist die Nummer zu groß. In Essen sind 400 Arbeitsplätze wahrscheinlich gefährdet. Das ist nicht gut für die Stadt Essen, die ja immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit hat. Aber die 400 Arbeitsplätze werden sicherlich wegfallen, weil Essen auch so ein schwächelnder Standort mit Sicherheit ist. Schade drum für die Mitarbeiter, die eine gute Arbeit gemacht haben und nichts dafür können, dass Managementfehler begangen worden ist, dieses Kaufhaus in die Zukunft zu führen. Die Städte sind alarmiert. Ist nicht nur Essen, was Angst hat, dass eben die Innenstädte wieder weiter entsprechend verarmen oder eben ausbluten. Das wird passieren. Was macht Essen? Ich habe noch zwei Meldungen zum Schluss. Einmal ist Essen dabei, die Verkehrswende zu forcieren. Sie haben 140 Seiten zusammengeschrieben. Das ist in der vorletzten Woche im Rat der Stadt beschlossen worden, das SECAP-Konzept, Elektroautos zu 100%, Steigerung des Radverkehrs, Bus und Bahn alleine sollen mit 1,8 Milliarden Euro gestärkt werden. 3 Milliarden Euro kostet der Austausch aller Verbrennungsmotoren, aller Verbrennerautos. Wunderbar, das wären 300.000 Autos, die natürlich keine Ladestationen haben, keinen Strom, die werden ja abgeschaltet, die Kraftwerke. Das hat Frank Stengler in einem bissigen Kommentar sehr klar gesagt. Also Essen ist da wieder mal auf dem Wolkenkuckuckspfad, um das Wolkenkuckucksheim klimaneutrale Stadt zu basteln. Eine blödsinnige Idee, aber der Rat hat natürlich geklatscht. Wir machen das und na gut, es soll so werden. Ich bin gespannt, wann Sie damit auf die Nase fallen werden, weil es wird alles nicht in der Form funktionieren. Die Heroinambulanz, ich berichtete darüber, die größte in Nordrhein-Westfalen soll in der Stadtmitte gebaut werden und mit Diaformin, also mit reinem Heroin, die Heroinsüchtigen behandeln. Jetzt möchte auch die Politik das verhindern, weil wir haben ja in Essen eine ganz gut funktionierende entsprechende Drogenhilfe, Arbeit, die gemacht wird von der Stadt. Und jetzt meint man, wir brauchen das gar nicht. Es gibt noch keinen Antrag bei der KV NO, diese Praxis zu gründen, von Dr. Plattner, der das entsprechend will. Aber es gibt einen Antrag bei der Bezirksregierung. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Nicht gut für das Innenstadtbild, was ja eh schon beschädigt ist. Und das sollte man versuchen, zumindest einzudämmen oder am besten zu verhindern und dafür das Drogenhilfekonzept auszubauen. Das war's, meine Damen und Herren. Das Wetter ist kalt. Wir haben 7 Grad draußen, aber es ist sonnig und ein bisschen bewölkt. Es soll weiterhin nicht regnen. Wir brauchen ja dringend Regen. In den nächsten Tagen wird es nachts kalt sein und tags kriegen wir nochmal vielleicht 15, wenn es hochkommt. 20 Grad, also noch so einen schönen goldenen Oktober im November. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tragen Sie Ihre Masken, wenn Sie einkaufen gehen. Die Zahlen für Corona gehen wieder hoch, aber die Impfungen laufen ja auch weiter. Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern. Das ist gut für Ihre eigene Gesundheit. Danke Ihnen, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.